Wenn du deinen Traumpartner finden möchtest, solltest du diesen Fehler unbedingt vermeiden. Viel Spaß! Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es darum, wie du deinen Traumpartner findest und welchen einen elementaren Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Ich bekomme einige Nachrichten, aber auch in sämtlichen Gesprächen gibt es eine Sache, die mir immer und immer und immer wieder auffällt. Ganz oft lese ich auch Sätze wie beispielsweise, es gibt nur eine wahre Liebe und der Rest sind Kopien. Aber auch aus persönlichen Gesprächen mit Teilnehmern oder Kunden höre ich ganz oft raus, dass es unglaubliche Probleme gibt, in eine tiefe emotionale Partnerschaft einzusteigen. Und ich möchte euch für mich meinen Top 1 Grund mit euch teilen an dieser Stelle, was ich persönlich glaube, woran das liegt. Ich glaube, wir Menschen handeln unter anderem über unsere Erfahrungen. Und jeder von uns oder die allermeisten von uns werden mal die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, das erste Mal richtig verliebt zu sein. Und leider oder zum Glück, je nachdem wie man es sehen will, haben die meisten von uns leider auch die Erfahrung gesammelt, wie es ist, wenn die erste große Liebe irgendwann auseinanderbricht. Natürlich tut das unglaublich weh und ich glaube, wir alle können uns komplett emotional da reinversetzen und uns ungefähr vorstellen, wie sich das angefühlt hat, als unsere erste große Liebe uns verlassen hat oder wir sie, aber es auf jeden Fall irgendwie auseinanderging. Und was passiert in dem Moment? Wir haben Schmerz, wir haben unglaublichen Schmerz und natürlich werden wir in Zukunft versuchen, diesen Schmerz irgendwie zu vermeiden. Das Verhalten, was ich jetzt ganz oft sehe, bei manchen bewusst, bei anderen aber auch unbewusst, ist, dass sie ab diesem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt einer sehr schmerzhaften Trennung diesen Schmerz verständlicherweise irgendwie vermeiden möchten. Und was dann passiert, ist Folgendes. Sie lernen einen Menschen kennen und anstatt sich komplett zu öffnen und zu zeigen, hier, das bin ich mit all meinen Ecken, mit all meinen Kanten, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Stärken. So bin ich. Ich sage, was ich denke. Ich sage, was ich fühle. Find mich gut oder lass es. Passiert Folgendes. Sie zeigen einen kleinen Teil von sich. In der Hoffnung, sich schützen zu können vor dem Schmerz, den sie erwartet, wenn sie abgelehnt werden für das, was sie wirklich sind. Was passiert jetzt, wenn nur ein kleiner Teil gezeigt wird? In dem Moment, wenn du nur einen kleinen Teil von dir präsentierst, bei deinem Gegenüber, und dein Gegenüber gibt dir einen Korb oder lehnt dich ab, in dem Moment ist es für dich aus psychologischer Sicht wesentlich einfacher, mit diesem Trennungsschmerz umzugehen, denn das, was da passiert ist, dass du in dem Moment sagst, ja, mein Gegenüber hat ja nicht mich abgelehnt, sondern ich war ja nicht wirklich ich. Er hat ja nur den Teil abgelehnt, den ich ihm gezeigt habe. Das ist etwas, was meist unterbewusst passiert, denn man selbst weiß mehr, auch eigentlich steckt bei mir noch jede Menge mehr hinter, das habe ich nur alles noch gar nicht gezeigt. Man kann definitiv so sein komplettes Leben lang leben. Und es gibt einige, die das tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal verletzt wirst, ist gen Null. Denn wie sollst du wirklich so etwas spüren wie verletzt zu sein, wenn die Ablehnung gegenüber dir nie wirklich auf dich zutrifft, sondern immer nur auf deine Maske? Aber wenn du so weiterlebst, wirst du nicht nur nicht verletzt werden, sondern höchstwahrscheinlich auch nicht mehr die wahre große Liebe finden. Warum? Denn in dem Moment, wo du nur einen kleinen Teil von dir zeigst, erwartest du insgeheim trotzdem, für deine Gänze gesehen und geliebt zu werden. Und das kann nicht passieren. Denn du kannst nur zu 100% für das geliebt und für das gemocht werden, was du wirklich bist, wenn du vorher bereit bist, dich zu 100% so zu zeigen, wie du wirklich bist und was du wirklich bist.
Was nicht funktioniert, ist einen kleinen Teil von sich zu zeigen, in der Hoffnung, dass man sich um das Risiko, was man hat, verletzt zu werden, irgendwie rumschleichen kann. Und in dem Moment, wo man merkt, okay, da bahnt sich eine Partnerschaft an, ich verstehe mich gut, ich kann meinem Gegenüber schon ungefähr einschätzen, ich kann meinem Gegenüber ungefähr vertrauen, jetzt kommt der Punkt, wo ich mich öffne. Das wirst du nicht schaffen. Du kannst dich nicht dadurch mogeln. Du kannst nicht sagen, okay, ich zeige ein bisschen. Und wenn er mir besser gefällt und noch mehr gefällt, dann öffne ich mich. Denn das reduziert deine Chance, deinen Traumpartner kennenzulernen, auf ein Minimum. Mein Tipp an dich wäre, sei mutig. Einige von euch wissen, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, das Gegenteil von Liebe ist Angst. In dem Moment, wo du Angst hast verletzt zu werden, Angst hast enttäuscht zu werden, stehst du dir selbst und der Liebe im Weg. Das heißt, sei mutig und präsentier dich zu 100% so, wie du bist. Mach nichts vor, setz keine Masken auf, stell dir nicht die Frage, oh, soll ich ihm oder ihr direkt zurückschreiben oder soll ich einen Tag warten? Soll ich besser das schreiben oder soll ich besser das schreiben? Eigentlich möchte ich ja das, aber das kann ich ja eigentlich nicht sagen oder schreiben, weil das gehört sich nicht oder das macht man nicht oder das kann unmöglich bei meinem Gegenüber ankommen. Sei so, wie du bist. Sag das, was du denkst. Sag das, was du fühlst. Denn genau das ist auch der Inhalt, den dein Gegenüber wirklich kennenlernen möchte, wenn er dich kennenlernt. Er möchte zu 100% oder sie dich kennenlernen in deiner Fülle und nicht das, was du bereit bist zu zeigen. Das soll es hiermit gewesen sein. Eine Frage möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn du jemand bist, der dazu neigt, sich nicht in seiner Gänze zu präsentieren, weil er Angst hat oder weil du Angst hast, verletzt zu werden, weil du Angst hast, enttäuscht zu werden, weil du schon mal dieses Gefühl des unglaublichen Schmerzes irgendwo in dir gefühlt hast, dann stell dir bitte die Frage, was wird es mir bringen, wenn ich mein Leben lang so weitermache? Sicherheit auf jeden Fall. Aber stell dir bitte auch die Frage, was wird es dich kosten, wenn du dein Leben lang so weitermachen wirst? Und frag dich, ist es das wert? Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal, lass einen Daumen nach oben da, schreib mir mal bitte in die Kommentare, was du darüber denkst, über dieses Thema und über diesen Ansatz. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mach es gut. Adios.